Ja, wie gedacht, ich wollte eine 2020er Best-of-Series machen. Jetzt ist so eine halbe 2019er Zeit raus geworden. Modern Horizon nach für mich Ewigkeiten nochmal. Ich bin jetzt relativ nah dran, keine Booster-Videos mehr zu haben. Ich habe sonst immer sehr weit vorproduziert gehabt. Dementsprechend sind die für mich jetzt auch schon sehr alt. Mal gucken, was ich mich noch daran erinnere. Goat Snap. 3 Mana. Ihr bekommt die Kontrolle über eine Kreatur bis zum Ende des Zuges. Ihr enttappt die Kreatur kriegt Eile und plus 3 plus 0. Wenn es eine Goat ist. Wow. Rain of Revelation. 4 Mana Instant. Ihr zieht 3 Karten, wirft eine Karte ab. Nicht schlecht. Rime Tender. 2 Mana 2-2. Tappen. Enttappt ihren Snow Permanent. Rocks Veteran, 2 Mana, 4 Mana, 2, 4 Battle Cry, beste Fähigkeit. Und immer wenn er angreift, tappt ihr eine Kreatur, die Gegner kontrolliert. Nicht schlecht. Faschino Sandsprinter. 3 Mana, 4-1, Trampel Eile. Wenn der zu Beginn des Endsteps noch da ist, returnt ihr den auf die Hand zurück und ihr könnt für 1 Mana cyclen. Das ist cool. Das ist cool. Mob. 9 von 10 finden Mobbing okay. 5 Mana Instant mit Convoke, ihr zerstört eine Kreatur. Wow, der ist noch schlechter als mein Witz. Geomancer Gambit, 3 Mana Source, ihr zerstört ein Land. Der Beherrscher darf sein Deck nach einer Basisland durchsuchen und es ins Spielfeld bringen und sein Deck mischen und ihr zieht eine Karte. Changeling Outcast. 1 Mana 1-1 Changeling. Kann ich blocken oder geblockt werden? Stream of Thoughts, oh mein Gott. Gott, das Artwork. 1 Mana Sorcery. Ein Spieler eurer Wahl legt 4 Karten von seinem Deck auf seinen Friedhof und ihr shuffelt dann 4 Karten aus eurem Friedhof in euer Deck. Mit Replicate. Okay. Headless Spector. 3 Mana 2-2 fliegend. Wenn ihr Hellbent seid, also keine Handkarten habt, und der dem Gegner Schaden zufügt, muss er eine Karte abwerfen at random. Okay. Crypt Rats. 3 Mana 1-1 für 1 Mana. Für x Mana fügt die Crypt Rats jeder Kreatur in jedem Spieler x Schaden zu. Und ihr könnt nur schwarze Mana benutzen. Das ist ein Reprint aus. Oh Gott. Alt, alt, alt. Ich glaube Odyssey. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Talisman of Conviction. Cool. 2 Mana Artefakt. Tappen für ein farbloses. Oder tappen für ein rotes oder weißes. Und der Talisman of Conviction fügt euch einen Damage zu. Gute Karte. Hatten sie ewig lang nicht gedruckt. Web Weaver Changeling. 5 Mana 3-5 mit Changeling. Reach. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt und ihr 3 oder mehr Kreaturen im Friedhof habt, kriegt ihr 5 Leben. Okay, ne, das ignorieren wir mal. Sunbaked Canyon. Nice. Tappen für ein weißes oder ein rotes, dabei bekommt ihr Schaden. Oder 1 Mana tappen opfern, ihr zieht eine Karte. Nice. Immer eine gute Karte. Ja. Snow-Covered Plains. Ah, stimmt, hier waren diese. Illusionstor. Hier ist so ein diese Sammelart Series Karten. Was ist das? Ein Soul Herder. Okay. Ja, das war das Booster. Es hat sich gelohnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ob ihr seht. Ciao, ciao.